Was geht, Maniacs? Heute gibt es ein ganz kurzes und cooles Video darüber, wie du dir 200 Gramm Protein pro Tag in deine Muskeln injizieren kannst, ohne dabei auf Supplemente zurückgreifen zu müssen. Mit injizieren meine ich natürlich Essen. Und ich weiß, dass einige von euch halt keine Supplemente nehmen oder nehmen wollen. Warum auch immer, ist eigentlich vollkommen egal. Es ist ja jedem selbst überlassen. Aber es gibt trotzdem viele Leute, die natürlich gern Kraftsport machen und die Muskeln aufbauen wollen. Und wir wissen ja alle, wie wichtig Protein dabei ist. Nun, wenn man sich manche Leute anguckt, die im Internet irgendwelche Studienergebnisse interpretieren, dann könnte man denken, das ist nicht der Fall. Gibt es ja immer mehr Vollidioten, die irgendwie behaupten, Protein würde sogar krank machen und Krebs verursachen und so weiter. Diesen ganzen Schwachsinn, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube nichts davon. Wenn man sich diese Studien anguckt, dann sieht man meistens, ja, A korreliert mit B, korreliert mit C und so weiter und so fort, ja, und aus diesen kleinen Korrelationen macht dann irgendein Journalist ein tierisches Protein verursacht Krebs. Und übrigens habe ich einen sehr kleinen Penis. Aber das versuche ich zu kompensieren, indem ich solche schwachsinnigen Artikel schreibe. Deswegen, Leute, lasst uns nicht mit diesem Bullshit beschäftigen, sondern lasst uns wirklich auf das Konkrete und Wichtige zurückkommen. Und zwar, wie kann ich jetzt also den Tag starten und insgesamt 200 Gramm Protein zuführen? Das ist ganz einfach. Du fängst den Tag einfach an morgens mit einem guten Rührei. Das heißt, du nimmst dir diese Kollegen hier, am besten natürlich Bio oder Freiland mindestens, und holst dir 5 davon. Ja, ein Ei hat ungefähr je nach Größe zwischen 7 und 8 Gramm, wenn du, also 5 bis 8 Gramm Eiweiß. Die ich habe, die sind relativ groß, die Eier. Und deswegen haben die ungefähr 8 Gramm Protein. Ja? Das heißt, wenn ich mir 5 Kollegen dann reinziehe, habe ich wie viel Protein? Richtig. 40 Gramm Protein. Wenn ich mir sogar noch ein bisschen Schinken dazu haue, habe ich sogar noch mehr. Aber gehen wir davon mal aus, dass wir das Schwein für heute in Ruhe lassen und uns nur um die Hühner kümmern. Ja, das heißt, 5 Eier sind insgesamt 40 Gramm Protein. So, dann ja, bist du natürlich nach ein paar Stunden wieder hungrig, beziehungsweise willst du wieder was essen. Und dann machst du dir zum Beispiel 200 Gramm Putenbrust. Habe ich jetzt leider nichts gerade da, aber 200 Gramm Putenbrust. Einfach anbraten, es ist noch nicht mal wirklich viel jetzt vom Essen. Das kannst du zum Beispiel mit Salat machen oder hier, was ich total geil finde in letzter Zeit, ist dieser Babyspinat. Ja? Den kannst du dir entweder in einen Mixer hauen, natürlich nicht zusammen mit dem Hühnchen, obwohl manche Leute das sogar machen. Aber du kannst dir das zum Beispiel auch einfach als Salat dazu machen oder hier so gefrorenes Gemüse. Das taue ich mir immer auf und mache dann einfach 200 Gramm Puten-Dings dazu. Habe ich heute allerdings schon vertilgt, deswegen kann ich es jetzt nicht mehr zeigen. Es sei denn, ich kotze das Ganze einmal aus hier, das ist dann wie bei Jackass, kann ich mir dann sogar noch mit meinen Rührei mein Omelett machen. Egal. Das heißt, dann, wenn du jetzt 200 Gramm Putenbrust gegessen hast, hast du da immer so zwischen 20 und 22 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das heißt, du hast schon wieder ungefähr 40 Gramm, 44 Gramm Eiweiß mit 200 Gramm Putenbrust, weil natürlich ein bisschen Eiweiß auch immer hier drin ist und so weiter. Das heißt, du bist dann schon mit den Eiern und mit dem Hühnchen insgesamt bei 84 Gramm Eiweiß. Ja, das ist gar nicht schwer, auf diese 200 Gramm zu kommen. Und dann irgendwie auf Arbeit oder so nimmst du dir kannst du dir mitnehmen in der Topperbox oder halt, wenn du zu Hause bist, nimmst du das zu Hause. Aber du kannst es wunderbar auch unterwegs kaufen, und zwar hier so eine Thunfischpackung. Ja, bei mir geht jeden Tag mindestens ein so ein Ding hier weg. Ja. Und das Abtropfgewicht ist bei 150 Gramm. 100 Gramm haben hier 25,5 Gramm Eiweiß. Das heißt, du bist bei 150 Gramm auch wieder bei knapp 40 Gramm Eiweiß. Dann haust du dir noch hier so ein paar Mandeln dazu. Ich nehme immer ungefähr 50 Gramm oder so, auch wieder mit Salat. Ja? Dann hast du nämlich insgesamt 50 Gramm Eiweiß bei so einem kleinen Zwischensnacksalat. Ja? Und das ist natürlich super. Wenn du natürlich richtig viel Hunger hast, dann isst du das Ganze einfach mit der Putenbrust nochmal zusammen. Das mache ich sehr oft. Ich esse meistens nur eine große Mahlzeit vormittags. Das heißt, ich haue mir das alles hier zusammen nach meiner Fastenphase mit meinem Puten oder so weiter rein. Immer so, wie ich gerade Bock habe, ja. Weil dann bist du nämlich waren wir bei 84 Gramm plus nochmal 50 Gramm macht 134 Gramm Eiweiß schon, ja, und dann bist du im Endeffekt ready to go, dann kannst du trainieren gehen, kannst du was auch immer du halt noch machst an dem Tag und so weiter machen, und dann nach dem Training nimmst du dir zum Beispiel einfach eine, da brauchst du noch nicht mal mehr dann irgendwie Putenbrust essen oder so, da kannst du einfach
500 Gramm so einen Magerquarkbecher nehmen, ja, und kombinierst den einfach mit ein paar Haferflocken, Früchten oder was auch immer und knallst das Ganze in Shake rein, ja, also in Mixer, in so einen schönen Mixer, der alles halt kaputt senzt. Und dann hast du da nochmal 68 Gramm Eiweiß locker, eigentlich sogar noch mehr durch die Haferflocken. Aber wenn wir pessimistisch davon ausgehen, dass du nicht den ganzen Magerquark aufschaffst, beziehungsweise aufessen kannst, dann haben wir insgesamt trotzdem locker 70 Gramm Eiweiß da, plus die 134, dann bist du bei über 200 Gramm Eiweiß, ohne ein einziges Supplement zu dir genommen zu haben. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, was heißt Problem, versuch es einfach mal ein paar Tage aus. Das Ganze ist natürlich irgendwann recht eintönig. Du kannst aber natürlich das auch kombinieren mit Rind, mit Fisch und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich schaffe das nicht, mir jeden Tag diese Mahlzeiten immer so genau perfekt zuzubereiten und so weiter. Deswegen wird eine von diesen Mahlzeiten, die ich gerade erwähnt habe, meistens hier temporär ersetzt durch irgendwie so ein Formula-Protein von X-Body, was ich meistens kombiniere mit Leinsamen vor dem Training und so, ne, damit der Insulinspiegel nicht so weit ansteigt und so. Ja, aber das ist natürlich, wie gesagt, jedem selbst überlassen, was er machen möchte. Aber jetzt weißt du auch, wie du ohne Supplemente auf deine 200 Gramm Eiweiß kommst. Boom! Und jetzt habe ich noch eine kleine Frage am Ende. Und zwar, ich schreibe gerade an der Produktion von Zero to Hero, dem Programm, beschäftigt, und da schreibe ich parallel dazu ein Amazon-Buch für Kindle. Das heißt, die ganzen Leute, die sagen, ey, ich habe keinen Bock auf Videos und so, die können das Ganze sich zu einem sehr günstigen Preis als richtig fettes, langes Buch holen. Und da bin ich noch am Recherchieren und wollte von euch wissen, welche Muskelaufbaubücher ihr schon gelesen habt und welche ihr richtig gut findet. Einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Das war's für dieses Video. Dein Kolja Barkhorn und ciao.